Sie zu einer Runde mit Tiki auf Oliver Wayne, Camilla Böls und Barbara Schöneberger. Was hat er gesagt? Ihr Lieben, ein top aktueller Stoff bietet sich zur Neuverfilmung an, denn schon vor Pamela Anderson und Jürgen Drews wurden Menschen künstlich erschaffen. Wir wollen uns noch einmal wagen an Frankenstein. Oh, ja. Mary Shelley mal ganz, ganz frei interpretiert. Für die Regie konnte keine geringere als Barbara Schöneberger. Konnte dafür gewonnen werden. Ich freue mich. Da haben wir schon einen kleinen Regiestuhl für dich. Hier gibt es den Set für euch. Die Rollen sind wie folgt. Den irren Schöpfer, also Frankenstein selbst, Gesundheit. Frankenstein selbst spielt Oliver und seine reizende Kreatur, das bist du, Tetje. Das Monster, das sich irgendwann gegen seinen Schöpfer wendet. Und Mirja, du bist Igor. Der Bucklige. Der Assistent. Der Bucklige. Von Dr. Frankenstein, genau. Du kannst sie aber auch suchen, wo du den Buckel tragen willst. Rechts oder links. Oder vorne. Seine. Alle Anweisungen kriegt ihr jetzt von eurer Regisseurin. Die wird euch die Szene erklären, was ihr spielt von Frankenstein. Und auch am Ende... Falls es nicht so richtig geworden ist, auch wir es nochmal neu versuchen können. Ach, hier ist der, ja, verstehe. Ihr seht gut aus. Soll ich euch helfen? Das ist das Tolle. Als Regisseur muss man natürlich sich nicht so albern anziehen. Ich versuche mal die Nackenfalle nach hinten. Das Haar ganz toll. Also eigentlich ist das kein Haar, sondern es sind dann Augenbrauen, die einfach nur nach oben gewachsen sind. Ungewohntes Gefühl, ne? Zeig mal. Ich freue mich. Das ist schön eigentlich. Kinder, seid ihr fertig? Habe ich nicht noch eine Kapuze oder ist sie jetzt drin? Ja, wo ist denn dein Buckel eigentlich? Ach, da, da. Okay. Ich habe gar keinen Unterschied gesehen. So. So, Freunde der seichten Abendunterhaltung. Igor geht los auf der Suche natürlich nach einem Gehirn. Ich schicke ihn. Du schickst ihn. Ja. Das wird dann eingepflanzt in das Monster und dann wird das Monster zum Leben erweckt. Natürlich nach einem kräftigen Stromstoß. Ich freue mich, Leute. Und Action! Igor! Ja! Igor! Ja! Ach, da bist du ja. Schau ihn dir an, mein Meisterwerk. Ja. Geschaffen aus Leichenteilen von toten Menschen und Pottwalen. Schießen! Oder hast du dich nicht gefragt, wo dieser Fischgeruch herkommt, Igor? Doch, ja. Igor, wir werden jetzt Gott spielen und einen neuen Menschen erschaffen. Hast du alles besorgt? Ist er fertig? Guck mal, er hat seine Tage, das ist nicht schön. Na ja! Da fehlt noch was. Igor, entweder hat dieser Mann kein Gehirn oder er wohnt im Big Brother Container. Wo hast du das her? Den Kopf, wo du ihn hast. Aus dem Big Brother Container. Na also, toll. Dann besorgst du jetzt noch ein neues Gehirn. Ohne Gehirn kann ich nicht arbeiten. Los. Ja, Herr. Mann, scheiß ABM-Kräfte. Herein! Drück mal drauf. Sag mal, das ist ein Gehirn im Maßstab 1 zu 10. Wo hast du das her? Na ja, wir versuchen's mal. Das ist ein ganz großer Moment. Hol noch mal die Knochensäge. Der merkt sowieso nichts mehr. Okay. So. Warte mal. Bisschen nachstopfen. Haare ein bisschen nach vorne. So. Das sitzt doch, das sitzt doch. Ist ganz gut, wenn es noch ein bisschen Luft hat, verstehst du? So. Also, wir werden jetzt die Schöpfungsgeschichte umschreiben. Ich schalte den Strom ein, Igor. Jetzt. Herr Schwarzenegger, ich war es nicht. Es lebt! Es lebt! Es lebt!
Steh auf! Steh auf! Ja! Es lebt! Mama! Nein! Papa! Töten! Was? Mama! Ist das der Dank? Töten! Das muss auch mal reichen. So! So! Es hat mir gut gefallen. Als Aufbauprobe war es ganz gut. Es war mir aber trotzdem noch zu rumänisch, zu deutsch. Kochshows sind in. Wir wissen das alle. Wir müssen es ein Stück weit einfließen lassen. Spielt es so wie im chinesischen Restaurant. Action. Heute, liebe Freunde, machen wir Nummer 73. Das ist 8 Kostbarkeiten mit Gehirn. Leider gehören alle. Hör mal zu, Hopsing. Geh in die Stadt und kauf neue Gehirn. Affenhirn? Menschenhirn wäre besser. So ein blöder Gehilfe. Hallo? Glück mal drauf. Sehr schön. So. Schick-Schack-Schock-Chinesi-Karton. Wenn das hier fertig, wir haben größte Bernardiner von der Welt. Er wird leben und dann werden wir ihn umbringen und in die Suppe tun. So. Siehst du, es funktioniert bereits. Achtung. Ist elektrisch. Strom ein. Die Gehirn ist voll. So. Das ist eine hässliche Glückskeks. Was steht drin? Sie werden in Kürze umgeblasen. Was? Das verstehe ich nicht. Suppe machen. Oh. Suppe machen.